Was sind Freunde? Falsche und richtige. Peyton, 17, Mobbingopfer mit Hang zu falschen Freunden, steht allein am anderen Ende der Welt, um ihr Leben in den Griff zu bekommen. Psychische Körperverletzung hat sie in die Flucht getrieben. Ihre Eltern hat sie nicht gefragt. Spontan schließt sie sich einem bunten Trupp Reiselustiger durch Kanada an. Bin gut im Hostel angekommen und geh jetzt direkt schlafen. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Melde dich nochmal, wenn du wach bist. Alles klar, und mach dir keine Sorgen. Ich bin deine Mutter. Natürlich mache ich mir Sorgen. Bitte jag mir nicht die Polizei auf den Hals, okay? Krasse Scheiße, Peyton. Wie geil bist du denn? Ich fasse es nicht. Bist du stolz? Scheiße, ja. Mom und Dad drehen völlig durch. Sie haben keinen Plan, was sie machen sollen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so cool bist. Stimmig verzahnt Sarah Barnard die beiden Zeitebenen. Peytons Rückblicke haben den erforderlichen Abstand zur eigenen Person, der eine für ein Jugendbuch ungewöhnliche Eigenanalyse des Verhaltens möglich macht. Ihre Reflexionen lassen Peyton an sich selbst wachsen, Mut gewinnen und selbstständig werden. Dadurch spiegelt die Autorin treffsicher das Erwachsenwerden vieler Jugendlicher wider. Sensibel und realistisch thematisiert sie Einsamkeit, Verlustangst, Schuld und Enttäuschung. Verschiedene Facetten der Freundschaft werden durch differenziert ausgearbeitete Charaktere rübergebracht. Hannah Fliedner gibt in ihrer Übersetzung Schmerz, Traurigkeit und Glück mit klarer Eleganz den richtigen Klang. Für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominieren wir Sarah Barnard. Die beste Zeit ist am Ende der Welt. Übersetzt von Hannah Fliedner. Erschienen im Arktis Verlag.